Moin. Wir hatten an dieser Stelle vor kurzem über die chronische Nasennebenhöhlenentzündung gesprochen, die mit oder ohne die Ausbildung von Polypen verlaufen kann. Ich verlinke dir hier noch unser Video, in dem wir die Behandlung der chronischen Sinusitis erläutern. Man hört aber auch immer wieder von Empfehlungen zur Ernährung bei Polypen. In diesem Video erfährst du, was es damit auf sich hat, welche Wirkstoffe besonders günstig bei chronischer Sinusitis sind und wie dein konkreter Ernährungsplan aussehen sollte. Also, bleib dran! Hallo, mein Name ist Martin Lein und ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt hier bei Meerarzt für dich. In den sorgfältig und aufwendig ausgearbeiteten Leitlinien zur Sinusitis findet man übrigens keine Empfehlung zur Ernährung. Warum ist das so? In den Leitlinienempfehlungen werden vorwiegend Studien aufgenommen, die hohe Qualitätsanforderungen erfüllen müssen. So zum Beispiel sollten sie doppelblind sein. Das heißt, weder der Arzt noch der Patient wissen, ob ein richtiges Medikament oder ein wirkungsloses Placebo eingenommen worden ist. Das soll bewusste oder unbewusste Beeinflussung des Studienergebnisses vermeiden helfen. Doppelblinde Studien zu Ernährungsgewohnheiten sind offensichtlich nur schwer umsetzbar, da der Patient ja in der Regel sieht, riecht und schmeckt, welche Nahrungsmittel er zu sich nimmt. Aber es hat sich in Studien immerhin gezeigt, dass Menschen mit Übergewicht, mit erhöhten Blutfettwerten und erhöhtem Blutdruck ein höheres Risiko für die Entstehung von Nasenpolypen haben. Somit scheint eine ausgewogene Ernährung bei Nasenpolypen durchaus hilfreich zu sein. Aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten scheinen bei der Entstehung von Polypen eine Rolle zu spielen. Allen voran auf Kuhmilch. Bei kleineren Patientengruppen zeigte sich eine Verbesserung der Nasenbeschwerden nach Verzicht auf Milchprodukte. Wenn du gern und viel Milchprodukte konsumierst, aber an Polypen leidest, dann mach doch mal einen Auslassversuch für 3 bis 4 Monate und wechsle für diesen Zeitraum auf milchfreie Produkte. Andere Unverträglichkeiten können sich gegen Weizenproteine oder speziell das Gluten richten. Oder auch gegen Inhaltsstoffe in Fertiggerichten wie Benzoate, ein Konservierungsmittel, das wir in Softdrinks, Marmeladen, Senf und Fertigsoßen finden. Oder Tartrazin, das ist ein künstlicher Farbstoff, der findet sich in Süßigkeiten, Chips, Cerealien, Instantsuppen, Soßen, Käse, alles Mögliche. Mononatriumglutamat kennen wir als Geschmacksverstärker aus der asiatischen Küche vorwiegend. Und Sulfite, das ist ein Konservierungsstoff, der zum Beispiel in Trockenfrüchten und Wein vorkommt. Hast du schon erlebt, dass du durch Ernährungsumstellung deine Beschwerden verringern und deine Vitalität steigern konntest? Wie schnell konntest du positive Effekte bemerken? Teile doch bitte deine Erfahrungen und schreib sie uns in den Kommentarteil unter diesem Video. Vielen Dank! Von vielen Nahrungsmitteln wissen wir, dass sie entzündungshemmend wirken, was bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen mit oder ohne Ausbildung von Polypen hilfreich sein kann. In der ayurvedischen Medizin ist beispielsweise Sihini, ein Extrakt aus der Ananas, ein wichtiges Heilmittel. Ein ayurvedischer Heiler hat uns vor Jahren erklärt, dass es bei Krebserkrankungen, Übergewicht, Hautunreinheiten und Haarausfall eingesetzt wird. Aber auch in der westlichen Medizin wird die Ananas genutzt, denn sowohl die Frucht als auch die Pflanze enthalten viel Bromelain. Und Bromelain ist ein Enzym, das gerinnungs- und entzündungshemmend wirkt und Wundheilung fördert. Gerade für Entzündung der Nase und Nasennebenhöhlen wird Bromelain eingesetzt. Und aber auch bei Gelenkbeschwerden oder für die Wundheilung nach Verbrennungen scheint es hilfreich zu sein. Die erforderliche Wirkstoffmenge kann allerdings nicht über den reinen Verzehr von Ananas gedeckt werden. Außerdem wird Bromelain im Magen bereits weitestgehend verdaut. Es muss daher in magensaftresistenten Kapseln eingenommen werden. Aber viele andere entzündungshemmende pflanzliche Wirkstoffe können dagegen sehr wohl in wirksamer Dosis mit der normalen Ernährung aufgenommen werden. Dazu gehören Antioxidantien, von denen du an dieser Stelle schon häufiger gehört hast. Antioxidantien wirken als Radikalfänger, das heißt, sie verbinden sich mit aggressiven chemischen Stoffen in unserem Körper und kompensieren diese. Ein in vielen Lebensmitteln vorkommender Radikalfänger ist der natürliche Farbstoff Quercetin. Quercetin wird derzeit stark beforscht, da es nicht nur antioxidativ wirkt, sondern auch das Wachstum von Tumorzellen hemmt. Und es senkt den Harnsäurespiegel und ist damit auch noch hilfreich gegen Gicht. Nahrungsmittel mit hohem Quercetingehalt findest du hier aufgelistet. Natürlich spielt die Art der Anzucht und Gewinnung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle bei der Konzentration von Wirkstoffen. Zum Beispiel enthalten Tomaten aus biologischem Anbau fast doppelt so viel Quercetin wie Tomaten aus industrieller Produktion.
Das waren jetzt Beispiele zum einen zu Nahrungszusätzen, die du lieber vermeiden solltest, und zum anderen zu antientzündlich wirksamen Substanzen, die in ganz verschiedenen Lebensmitteln vorkommen können. Aber wie sollst du jetzt mit diesem Wissen ganz praktisch deine Mahlzeiten zusammenstellen? Als Proteinquelle empfiehlt sich primär Fisch, egal von welcher Sorte. Hauptsache ohne Panade. Bei Fleischmahlzeiten solltest du auf mageres Fleisch achten. Geflügel ist aber besser als Schwein oder Rind. Wenn es Rind sein soll, dann am besten fettarm, zum Beispiel ein Filetstück. Als Beilagen solltest du zu Vollkornnudeln, Vollkornreis oder Pellkartoffeln greifen. Sie sind in vorverarbeiteten Produkten wie Kartoffelbrei, Kroketten, Pommes frites vorzuziehen. Gemüse ist uneingeschränkt zu empfehlen. Verwende lieber Oliven, Raps, Walnuss, Lein oder Weizenkeimöl, eher als Schmalz, Palmfett, Mayonnaise oder Sonnenblumenöl als Quelle für Fettsäuren. Obst isst du am besten frisch, also nicht als Konserve, als süßes Fruchtmus oder kandierte Trockenfrüchte. Unter den Obstsorten gibt es einige, die aufgrund des hohen Fruchtzuckergehalts nur in Maßen eingenommen werden sollten. Das betrifft Bananen, Weintrauben, Ananas, Mango und Honigmelone. Ansonsten solltest du am Tag mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu dir nehmen, bei heißen Temperaturen deutlich mehr. Trinke insbesondere Wasser, aber auch nicht zu stark gesüßte Tees oder frischen Kaffee. Wenige Snacks. Ja, gut sind alle ungesalzenen Nüsse, außer Erdnüsse. Wenn Schokolade, dann die dunkle mit dem hohen Kakaoanteil von 75% oder mehr. Oder mach dir einen grünen Smoothie. Fertignahrungsmittel, fast egal was, Säfte, Joghurts, komplette Fertiggerichte solltest du meiden, wegen der oben genannten Inhaltsstoffe. Du siehst, dass du mit einer ausgewogenen, modernen und leichten Ernährung eigentlich schon das meiste richtig machst. Es gibt aber auch noch eine gar nicht so kleine Gruppe von Patienten mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung, die eine andere, speziellere Ernährungsumstellung benötigen. Diese Patienten leiden an einer Unverträglichkeit gegen verschiedene Schmerzmittel, wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure. Auf die Ursache und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung gehen wir nächste Woche in Teil 2 unserer Ernährungstipps gegen Nasenpolypen ein. So, das war's für heute. Wenn ihr zu einzelnen Nahrungsbestandteilen Fragen habt oder gerne ein eigenes Video dazu sehen möchtet, dann schreibt uns gerne das in den Kommentarteil oder meldet euch auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Ciao.